angerufen hast. Ich wünschte nur, wir könnten etwas tun für Nico. Vielleicht sollte jetzt jemand bei ihr... Nein. Sie hat gesagt, sie möchte alleine sein. Der Arzt ist gerade gegangen. Es ist vorbei. Wenn es hier recht ist, werden wir alle gemeinsam die Todwache halten. Es tut mir wirklich sehr leid, Graf Lahnstein, aber es kommen immer mehr Anrufe für Sie. Die Presse, wegen des Musicals. Sagen Sie denen, es wird in den nächsten Tagen eine Pressekonferenz geben, wenn das Ganze hier vorbei ist. Auch wenn es sich nicht richtig anfühlt. Es war die richtige Entscheidung. Das war es bestimmt. Eigentlich wusste ich schon lange, dass ich Philipp gehen lassen muss, aber ein Leben ohne ihn. Ich habe diesen Moment einfach immer weiter vor mir hergeschoben. Weil du Angst hattest. Ich weiß, dass es das Richtige war. Aber ich weiß nicht, ob ich mit den Konsequenzen leben kann. Ich kann ja nicht ewig vor den Tatsachen davonlaufen. Nico auch nichts gesagt, oder? Nur, dass sie uns hier erwartet. Sie war heute Morgen sehr gefasst. Danke, dass ihr alle gekommen seid. Ich wollte euch Danke sagen, dass ihr so geschlossen für mich da wart. Ohne euch... Wir sind auch weiter für dich da. Danke, das weiß ich sehr zu schätzen.
Hast du schon mit Philipps Vater gesprochen? Nein, ich wollte ihn anrufen, aber ich denke, es ist besser, wenn ich für ein paar Tage zu ihm fahre. Vielleicht können wir uns ja sogar versöhnen. Nico, was die Formalitäten für die Trauerfeier betrifft, ich kann mich darum kümmern. Lass uns darüber sprechen, wenn ich wieder zurück bin, ja? Ja, ich werde nur noch ein paar Sachen packen, dann bin ich auch schon weg. Na, wenn du möchtest, komme ich mit. Danke, das ist wirklich lieb, aber ich muss von jetzt an mein Leben alleine in den Griff kriegen. Am besten, ich fange gleich damit an.